Ja, wir sind heute im Lukaiztal. Das ist direkt an der Bahnhaltestelle Lukaiztal. Also das ganze Gebiet hier heißt so Lukaiztal. Und bisher bin ich ausgesprochen positiv überrascht. Also so nah an Sumpf und haufenweise Wege war ich noch nie. Also das kriegt jetzt schon zum Anfang des Videos einen Daumen hoch. Das ist verblüffend schön hier und hier gibt es viel zu beobachten. Viele, viele Vögel und wobei... Ich glaube, die beobachten eher mich als umgekehrt. Aber schauen, ob ich noch ein paar auf Bilder machen kann. Gut, jetzt ziehen wir weiter, wa? Ihr Lieben, jetzt versuche ich mich gerade an die Kraniche ein bisschen ran zu schleichen, was natürlich in diesen Farben wunderbar funktionieren wird, nicht. Aber ich werde einfach eine ganze Ladung Geduld mitbringen, das ist immer ganz gut bei der Fotografie. Mich hier entlang dieses Damms bewegen und zwischen den ganzen, singen sie wieder, zwischen den ganzen Schilf mich bewegen und vielleicht bekomme ich so ein Foto, was mir auch wert ist, diese ganze Sache hier. Was heißt wert ist? Ein Foto sollte einen immer irgendwie wert sein zu machen. Hat leider nicht geklappt. Hier ist ein Graben und da führt zwar so ein Baumstamm rüber, aber das ist mir mit dem ganzen Equipment dann doch ein bisschen zu gefährlich. Na ja, gut. Versuche ich mal noch ein paar andere Bilder zu machen und andere Ecken vom Lukaiztal euch zu zeigen. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwo mein Bild von der Kraniche. Ich hoffe es zumindest. Ups. Na gut. Bis dann.
eigentlich möchte ich hier gar nicht mehr weg. Das ist einfach viel zu schön. Oh ja, und die Sonne knallt zwar ein bisschen, aber uah. Es ist wunderschön hier, so ruhig. Keine Menschenseele unterwegs. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die waren mal schwarz. Mittlerweile sind sie grün. Tja, wie es wohl scheint, heißt Naturschutzgebiet hier auch mal wieder nicht, dass es nichts gemacht wird. Es ist bloß immer die Frage, ob da irgendeine Notwendigkeit besteht, aber die Behörden werden das schon besser wissen, nicht wahr, André? Die wissen schon Bescheid, was am besten ist. Aber es sind vor allem nur die jüngeren Bäume, die hier abgeschnitten wurden und dann halt auch liegen gelassen. Naja. Mal weiterziehen. Ja, der ist so schief. Das ist keine Einbildung und euer Bildschirm hat auch keinen Knick. Langsam heißt es Abschied nehmen. Ich stelle gerade fest, auch die Kamera wird immer grüner. Hier fliegt einiges in der Luft herum. Solche kleinen Flussverläufe sind das, was ich eigentlich in Brandenburg immer versuche zu finden. Mitten im Wald, tief eingegraben. Schön sowas. Ich kann sowas stundenlang beobachten. Und nicht nur ich, wie es scheint. So ihr Lieben, ich würde sagen, das war's mit der Tour heute. Es ist definitiv ein 2x Daumen hoch. Lukaitztal ist der Wahnsinn. Also bisher das Schönste, was ich gesehen habe, dafür, dass es so klein ist. Klein, aber fein, wie man so schön sagt. Es gibt hier haufenweise Wege. Wege, die durch alle Ecken vom Sumpf führen. Wege, die zwischen den Teichen lang führen, also die Dämme quasi als Wege. Und sehr viel Federvieh zum Fotografieren. Ich habe ja das eine oder andere Bild schon gemacht, habt ihr ja vielleicht gesehen, und vielleicht stelle ich noch ein paar Bilder im Abspann mit hinein. Mal schauen. Jedenfalls hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Tour. War super. Eigentlich nur empfehlen. Aber nun, wir sehen uns. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.